mich schon total drauf. Ich muss allerdings erst noch meine Fenster putzen und den Garten noch so ein bisschen aufräumen. Und dann ist diese Verschönerung und Dekoration die Belohnung dafür, dass man geputzt hat und dass Weihnachten richtig losgeht. Man könnte die Vorlagen zum Beispiel auch hernehmen und einfach in Originalgröße kopieren, dass ich nicht nur zwei Wichtel habe, sondern auch 20 und die verschieden bunt ausmalen und sich eine Girlande für den ganzen Raum passt. Und das kann man eigentlich mit allen möglichen Motiven so machen, dass man die ausmalt. Ich habe zum Beispiel auch eine ganz nette Zuschrift einer Leserin auf Facebook gekriegt, die hat die Motive auf Schmuckfolie übertragen und hat es dann verkleinert und ganz süße Geschenke an die Girlande gemacht. Also auf die Schnelle weihnachtlich dekorieren, das geht wirklich schnell, seine Fensterrunde hübsch zu verzieren. Aber ansonsten würde ich sagen, viele Lichterketten helfen viel. Also ich bin ja ein Lichterketten-Fan. Und dann glitzert und funkelt sie mal. Ja, natürlich Lichterketten ums Haus herum und im Haus, je mehr, desto besser. Dann auch ganz viele selbstgemachte Windlichter, sowas zeige ich ja auch in meinen Büchern, die in allen Formen Farben müssen glitzern. Dann natürlich ein echter Weihnachtsbaum, allein schon wegen dem Geruch, der ganz, ganz bunt dekoriert ist, sehr, sehr voll mit selbstgebastelten Sachen von der ganzen Familie. Fröhliche Weihnachten!